So, wir sind wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit World of Warships und dem Larunis. Jetzt auch zu sehen ist kurz. Okay, so, wir gehen direkt ins Spiel und machen weiter. Ja, genau. Wie darf ich dich eigentlich nennen? Markus, alles klar, super. Dann würde ich sagen, legen wir los. Der Markus ist auch mit hier im Discord und in der Division. Gas. Was möchtest du? Was möchten wir? Such du denn mal was aus. Bis Tier 4 können wir gehen. Oder halt Tier 6 mit der Sechs. Warspite. 5 haben wir nicht. Also hat der Larunis nicht. Raspi, das ist ein Sechser. Sehr schön. Oh, dann gehen wir mal. Du bist ja, musst ja mit der Warspite dran gehen und ich komme mit. Hallo, ist sie? Such mal in Arizona, da ist sie. Hab sie. So. Dann auf ins Gefecht. Liebe die Arizona. Die hat so Torpedotaschen rechts und links. Wenn du da nicht gerade ganz vorne oder ganz hinten am Rumpf, ich sag jetzt mal, einen Treffer kriegst, seitlich, dann machst du oder kriegst du quasi, ja, eigentlich keinen Schaden. Also kein Wassereinbruch, das meine ich. Schaden schon, aber kein Wassereinbruch. Gespannt. Also den Flugzeugträger hast du gerade echt gut im Griff, muss ich sagen. Kompliment mal dazu. Ja, doch. Also ich sehe ja, wo die anderen Flugzeugträger meistens stehen. Irgendwo ganz unten. Sehr, sehr häufig. Gefechtsstation. Du warst ja noch oben über den Schlachtschiffen hier. Von der Teamwertung her. Ah, okay. So, sollen wir denn? Ja, wir schauen mal. Wieso? Haben wir denn? Oh, der Achter. Warum machen die das? Warum machen die das? Ich weiß es nicht. Muss schlechter werden. Ich hasse das, weißt du, immer gegen 8, also eine Stufe höher kann ich ja noch verstehen, so wenn man die zusammenbaut. Aber 2, ne? Das ist, weiß ich nicht. David gegen Goliath teilweise. Die 8 mit 10 geht gar nicht. Deswegen spiele ich Tier 7 und 8 momentan noch nicht. Oh, wirklich. Ich habe auch schon längere Zeit nicht mehr gezockt, muss ich. Also WoWs nicht mehr gezockt. So, wo sind wir denn eigentlich? Da hinten, da hinten. Ich drehe mal mit ab. Ich komme mal mit in eure Richtung. Ich fahre aber vor der Insel her. Biete mich mal an. Mal gucken, was die Gegner machen. Runes, vermutlich schießen. Winken. Winken wäre vielleicht gut. Die Flieger schießen aber auch. Können Kasten Bier abwerfen. Ah, ich glaube, ich schieße auf Diffuso. Was schießt du so? Ah, ne, doch nicht. Diffuso ist zu weit weg. Okay. Dann schieße ich auf die. Was, wo? Und? Ich hatte ihn gerade hier. Ja. Würde gerne schießen, aber ich fliege gerade wieder. Kann unmöglich mein Ernst sein hier, oder? Verbinde wieder. Was ist denn los hier? Warum fliege ich denn immer raus?
Ja, ich sehe gerade noch nichts. Bei mir steht noch anmelden. Bin jetzt gerade wieder auf der. Jetzt sehe ich wieder was. Das kann doch nicht wahr sein hier. Die Schlacht beginnt. Ja, nicht wirklich. Ich richte gerade wieder die Ansage, die Schlacht beginnt. Unglaublich. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ich kann immer noch nichts machen. Ich kann auch noch nicht beschleunigen. Los hier. Fliege ich schon wieder, oder was? Was ist denn los hier? Ich hänge bei dir im WLAN. Warum fliege ich denn ständig? Das kann aber doch nicht normal sein jetzt. Kann nicht normal sein. Ne, ich bin direkt wieder weg. Weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Gefechtsstation. So, ich sehe zumindest, dass ich beschleunige. Ich versuche gerade jetzt, warte, beschleunige. Kann schon wieder nicht schießen. Kann zwar, ich fahre zwar, aber ich kann nicht schießen. Kann ich denn denken? Nein. Die schon wieder. Die schon wieder raus. Bin schon wieder weg. Was passiert hier? Ich meine, du hängst am Kabel. Ist irgendwas mit deinem WLAN? Machen die da gerade irgendwas hinten? Weiß ich nicht. Zu hohe Auslastung oder so. Dass ich hier ständig rausfliege, das kann doch nicht wahr sein. Gefechtsstation. Oh, ich bin Gefechtsbeobachter. Ich komme mal zwischendurch rein, gucke ein bisschen und bin wieder weg. Ja, aber ich fliege schon wieder raus. Wieder weg. Ja, aber wenn ich das Spiel jetzt neu starte, dann bin ich aus dem Gefecht und krieg einen Bann, ne? Hier, diese Strafe. Boah, das geht mir so auf den Nerven, ne? Ja, das ist das Problem, ja. So, jetzt macht er wieder, warte auf Autorisierung, kommt wieder. Es gibt's auch nicht. Zumindest haben sie so weit gelernt, dass nicht ständig der E-Mail-Adresse aufleuchtet. Warte auf Autorisierung, immer noch. Man sieht es ja bei mir, ne? Ich hab's ja an. Im Twitch. Ja? Warte immer noch auf Autorisierung. Was ist hier komisch? Da haben die inzwischen
Haben die das inzwischen irgendwie blockiert, von wegen gleicher IP-Adresse? Was hat da gerade auch funktioniert? Ah, ne. Läuft aber. Hier kommt nichts mehr. Bitte, bitte anmelden. Ich würde gerne was mitkriegen. Ich will das nur einmal schießen. Bitte. Nein, nicht beschossen werden. Beschossen werden ist blöd. So, guck mal, das konnte ich jetzt machen. Wenn ich versuche zu schießen, bin ich wieder weg vom Fenster, oder wie? Ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich hier wegkomme. Ich werd hier versenkt gerade. Das ist echt nicht normal. Da, die sind natürlich jetzt ran hier. Ja, ich konnte schießen. Wirklich. Aber oh, Vorsicht, das wehrt sich. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Echt nicht sein. Ja, da kommen mit Sicherheit Torpedos, aber die sind natürlich auf meinen Stillstand berechnet. Und ich bin ja jetzt weg. Ich glaube nicht, dass ich hier noch alle rauskomme, um dann hoch zu reparieren wieder. Dafür bin ich jetzt einfach von zu vielen und die Cleveland ist mir auch im Weg. Das ist gar nicht gut. Müsste eigentlich nur schaffen, irgendwie hinter diese Insel zu kommen. Aber das glaube ich nicht mehr. Da glaube ich nicht mehr dran. So viel mal dazu. Ich brenne. Bumm. Hey. Irgendeiner grillt bei mir. Ich glaube. Ich singe? Was? Ich kann gar nicht singen. Schon klar. So, was seid ihr denn? Ach, schon unter Wasser. IOT. Ja gut, das Gefecht ist eh gleich vorbei. Sind gerade bei 912, 916 Punkten im Gegner. Das gegnerische Team Das steht kann doch kurz nicht vor dem wahr sein. Sieg. Wir gehen hier raus. Ist wie weg. Das will ich gar nicht erleben. Ich hab ja schon den übrigen Untergang nicht erlebt. Dann will ich das jetzt auch nicht erleben. So. Ja. Also auf, ich mache mal eben Folgendes. Ich starte mal eben meinen Client neu. Weil das kann ja so nicht normal sein. Dafür gehe ich mal ganz kurz auf den Pausenbildschirm. Damit die Login-Daten hier secret bleiben. Geh einmal kurz das Spiel verlassen und starte das Ding mal neu, weil irgendwas ist ja hier. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich nur an dem Client gelegen hat hier. Nee, aber ich bin ja komplett rausgeflogen, war ja dann wieder in der Anmeldung sozusagen. Na, ich starte jetzt einfach mal das Game neu kurz und dann
Delarun ist mich wieder in die Division einladen. Genau. Der hat Leader. Ja, vorhin schon das Problem, dass bei mir stand irgendwie offline, also nicht vorhanden. Er ist an. Rödelt und rödelt. So, dann einmal einladen bitte wieder in die Division. Hast du schon? Ja! Jetzt ist. Ja. Akzeptiere. Dann bleibst du Leader. Das ist alles gut. So. Was? Wer weiß, was hier sonst noch so passiert bei mir. So, was möchte man denn jetzt? Sind wieder da, ja. Krieg ich noch eine Chance mit der Arizona? Na gut, dann nehmen wir die mal. Ich kann ich dir jetzt sogar mal spielen. Was? Ich weiß nie, wie man die ausspricht, die Dinger. Ryuchu, okay. Ah, noch lustiger wird's bei französischen Namen. Da stehe ich dann komplett auf dem sogenannten Schlauch. Oh, jetzt drück mal die Daumen. Das hält hier. Nein! Bitte nicht! Ja, sie ja! Ich stell mal den Rechner ein bisschen um. Links. Was hier passiert? Vielleicht ist da an der Stelle gerade irgendwie Funkloch. Und drehen wir die Antenne ein bisschen zur Seite. So. Gucken, was passiert. Sie wurden vom Server getrennt. Der Server ist momentan, steht momentan nicht zur Verfügung. Was ist denn das für ein Käse? Habe ich ja noch nie. Ich jetzt wieder raus, oder? Kann doch irgendwas da hinten sein. Weiß es nicht. Hier ist so einiges über WLAN drin, ja. Das ist wahrscheinlich das Problem. Warte. Ah, ich bin drin. Anfassen. Die Schlacht Schlacht beginnt. beginnt. Wie lange läuft das schon? Eine Ja, Minute. schon. Eine Minute. Ich fahre. Dann lenken. Den Luftangriff. Achtung, Gegner. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. So, ich folge mal. Okay, Flugzeugträger klar. In die hinteren Reihen. So. So, mal gucken, was meine Insel hier so kann. Alles gut? Das ist laut. Wird laut übertragen, ja.
Das heißt, den Zuschauern sind gerade die Ohren abgefallen. Hoffe ich nicht. Sind eure Boxen noch heile? Oh Mann. Nebengeräusche sind je nach Lautstärke sind die echt übel. Am besten ist noch Chipstüte. Die kommt immer super. Auf Steuerbord. Meine Zerstörer sind im Weg. Hm? Ah. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Die kriegen aber schon ordentlich Lack da hinten, das ist gut. Das heißt, wir können uns hier um Cleveland und so weiter kümmern. Ja, bin auch auf dem Weg dahin. Ja. Ich schieße zurück. Warum macht die das? Darf die das? Immer. Einfach zurückschießen? Also sowas. Antworte mal. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Nagato. Ich glaube, ich kümmere mich mal um die Nagato hier. Kreuz da vorne so schön. Aber die ist hinter der Insel gerade. Ich weiß nicht, wie weit die Nagato noch nach hinten abdreht. Ja. Hm, ich sehe es. Ich habe sie auf dem Schirm. Also mal runterbremsen. Die antwortet mir gerade. Ah, zu kurz. Ne, die jetzt bei mir. Nicht getroffen. Hier ist er. Gegnerischen Flugzeugträger gesichtet. Die versucht gerade so ein bisschen dem Feuer auszuweichen. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Ah, er schlängelt sich weg. Das sind die die Flugzeugtorpedos sind das. Da hinten ist glaube ich kein Zerstörer von uns. Ich sehe sie noch. Problem ist, ich habe wieder Standbild gerade. Das macht keinen Spaß. Und wieder raus. Sie wurden vom Server getrennt. Was ist denn das für ein Käse? Kann doch nur serverseitig irgendwas sein, oder? Wenn das Netzwerk weg wäre, das... Ja, ich hänge ja im WLAN drin hier. Müsste mal gucken, ob ich mir eventuell irgendwie ein LAN-Kabel anschließen kann hier später. Ja, heute Nachmittag noch irgendwie... Muss ich eins aus dem Auto holen. Leihweise. Mein Arbeitgeber beleihen. Alle Mann auf Gefechtsstation. Hey. Ich sehe natürlich jetzt dummerweise die Links nicht mehr.
Wow! Ismail hat gerade eine Zitadelle reingekriegt von mir. Sehr schön. Gut zu wissen. Ein bisschen vorwärts fahren, dass ich zwischen die Inseln komme. Dann kann ich der wieder was gönnen. Dass ich ein bisschen näher da hinten rankomme. Es war einmal eine Nagato. Jetzt machst du die Ismail weg, ne? Mein Inselradar ist schon wieder am Rumheulen hier. Achtung, Land, lass das doch mal mit dem ständigen Abdrehen. Da ist doch gar nichts. Muss doch nicht 8 Kilometer um die Insel rumfahren. Ich fahre mal zu dem anderen Träger dahin. Versteckt sich da so schön. Hinter der Insel. Kommst du da gut dran? Oder soll ich nach hinten fahren? Träger. Ist ja nicht mehr viel. Was haben wir denn da hinten noch? Da hinten haben wir noch eine Venar. Mein Captain will schon wieder abdrehen hier. Fahr doch mal geradeaus weiter, du Vogel. Dass man das nicht ausmachen kann, ne? Ich will einfach dicht an der Insel vorbeifahren. Der will immer Abstand zwischen die Insel bringen von jenseits von Gut und Böse. Aber will ich doch nur anlegen hier, Fischerdörfchen. Unser Team hat die Führung übernommen. Der Flugzeugträger ist Geschichte. Sehe ich das richtig? Ja. Er ist nämlich gerade hier verschwunden. Na, siehst du, da wäre der Anleger. Fischerbötchen, wunderbar. So, dann drehe ich mal direkt ab Richtung B. Weil hier auf der Seite ist nichts mehr. Ich hoffe, dass die New Orleans jetzt D holt auf dem Weg. Sinn. Und dann können wir uns nämlich hier um die restlichen Freier da hinten kümmern. So, komm ran hier. New Orleans. Kommt was geflogen. Ich glaube, das geht dahinter. Schnell. Da habe ich stark hintergeschossen. Welche Höhe? Die. Nochmal. So, have fun damit. Und weg. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ist auf Kurs geblieben, das war gut. Wunderschön. Wenn die hinter der Insel verschwinden will, schießt noch einmal in die Richtung. Siehst eigentlich gar nicht mehr, was passiert, aber. Können wir drehen? Ist das noch was? Gegnerische
Tippe zu. Unser Sieg ist in Sicht. Ah. Was damit? Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Das war zu weit hinten. Das war definitiv jetzt mal keine Zitadelle. So, aber ich habe hier auch hinten noch Geschütze, nicht wahr? Und dann drehen wir noch mal rum. Erfahren. Vorwärts. Alles gut. Aus dem Winkel passiert mir nicht allzu viel. Ich hab da was. Irgendwie. Gehen mir gerade die Ziele aus. Okay, das hat sich dann. Wo willst du Hintergrund leiser machen? Ja, du kannst letzten Endes nur dein Mikro runterdrehen. Was ich allerdings machen könnte, ich könnte dich leiser drehen. Dann bist du allerdings nicht mehr so gut zu verstehen hier. Geh mal eben in die Discord-Einstellung und stell dich mal von 100 auf 60. Sag mal was. Ja, zumindest, du bist jetzt insgesamt ein bisschen leiser. Dadurch ist der Hintergrund dann auch nicht mehr so laut. Alles gut. Ja, hören wird man immer was, aber zumindest nicht mehr so. Also dass irgendwo die Ohren abfallen, sag ich mal. So, was ist hier? Irgendwer hat eine Nachricht geschrieben? Kann ich. So. Komme ich jetzt irgendwie nicht dran gerade? Okay. Zurück zum Hafen. Wie spät? Was haben wir denn? Eins geht noch, oder? Tief. Gut. Was soll's denn werden? Okay. Dann. Auch rein, Larunis. Such dir was aus. Also, die Karlsruhe. Tier 4. Tier vor 4. Krieg ich hin. Womit komme ich denn dann? Aha. Krieg ich hin? Hab ich so. Sag ich so großspurig. Wird er mal die 470 spielen? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ich habe aber keine Lust auf Zerstörer. Das Zerstörer ist nicht so meine bevorzugte Klasse. Ich bin mehr so der Typ Schlachtschiff. Ich brauche was Großes, was aushält. Also quasi so staturgemäß zu mir passend. Bin das nicht gewohnt, mich zu verstecken. Schön. Trefferpunkte. Wenn
Wenn es dazu noch Torpedos hat, ist auch gut, aber nicht hauptsächlich. Nein, ganz ehrlich, mit dem Zerstörer bin ich so die ersten 5, 6, 7 Gefechte immer zu schnell unter Wasser. Bis ich mich daran gewöhnt habe, dass ich nicht mitten reinfahren und mich zeigen darf. Ja. Ja, für Karlsruhe wirst du Spaß kriegen. Ja. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ich würde sagen runter, ne? Lass mal runterfahren. Drück mal die Röhrchen nach links. Was geht so? Der Orion sind die eigentlich schon recht zügig unterwegs. Bewege mich. Herzlichen Dank. Was? Mein Gashebel hat geklemmt, glaube ich, wieder. Probiert da gerade einer aus? Wie heißt der? Heiselrotz? Okay. Okay, gut. Bei manchen Namensgebungen weiß man nicht, was dahinter steckt, ne? Reinschreiben, drück doch einfach. Tabulator. Ich würde ja gerne mal mit meinem Hauptgeschütz ein Flugzeug runterholen, aber ich glaube, das ist in der Programmierung nicht vorgesehen. Meine Befürchtung. So, da kann ich noch auf nicht schießen. Da hinten, na, da hinten. Wer? Meinst du die Flugzeuge? Die müssen erstmal ankommen. Jo, kommt die aber nicht an. Alles gut. Ja, weit vor mir ausgegangen. Weit vor mir sind sie abgesoffen, die Torpedos. Ich glaube noch nicht mal, dass sie für mich bestimmt war. Berg, das ist nicht gut. Der ist höher, wie ich dachte. Ich dachte, da komme ich drüber. Doch nicht.
Na gut. Muss ich doch weiterfahren. Komm. Ich krieg dich. Alter Schwede. Ich am besten mal wieder umdrehen, ne? Zurückfahren. Wenn die Rohre mal auf die andere Seite drehen. Los, dreh dich um. Das hier ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht meine meine übliche Maus natürlich, die ich hier gerade benutze. Bei meiner zu Hause brauche ich einfach nur das Mausrad antippen und dann rollt das automatisch durch. Hier muss ich kurbeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Volldampf. Ja, so. Kommt noch ein Zerstörer. Die Klemsen kommt zur Unterstützung beim Gegner. Kommen jetzt aber so einige. Ja. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ah ja, ja, ja. Hol nicht rum. Reparier das Schiff. Das Schiff ist beschädigt. Oh. Ja, da fahre ich gerade hin. Fahre ich gerade mal rum. Torpedos voraus. Ich habe aber auch sowas wie eine Bremse. Das ist da ziemlich ausmanövriert. Torpedos Achter aus! Torpedos voraus! Naja. Höhlenbruch! Wasser dringt schnell ein! Alles gut. Naja, ich weiß. Hm? Was? Problem gelöst. Was ist denn sowas?
Ey. Die Maus, ne? Vollkommen ungewohnt. Ah, das ist aber gut. Warte mal, die dreht da gerade. Er ist mir voll reingefahren, das war gut. So, der eine Torpedo trifft. Ja. Das heißt, bei mir ist gleich Ende, aber das macht nichts. Ihr seid ja auch noch da. Ich glaube nicht, dass wir das Gefecht noch gewinnen. So, bei mir wird es gerade warm an Deck. Ja. Grill aufgestellt. Ja, es ist noch sagender viel gegnerischer Flotte über irgendwie, ne? 7 Schiffe haben sie noch. Ja. Wie gesagt, wenn man sie spielen kann, die Dinger, sind die echt eine Macht. So. Ich denke mal, weil noch ein Gefecht bringt es nicht, ne? Ihr dürft es gleich essen geben. Ah, ja. Gut, das heißt, wir werden den Stream gleich erstmal schließen hier. Würde ich nachher nochmal mit anschließen, wenn wir nach dem Essen weitermachen? Oder wie sieht's aus bei dir? Stunde, anderthalb, bestimmt. Achso, okay. Ja. Ja, guck mal. Ja, kannst du dann im Discord verweilen, dann. Wir machen hier nur das Mikrofon aus oder kriegst ja damit, wir tippen den an oder sprechen dich an. Ne? Alles gut. Nee, mach mal ruhig. Also, passt schon. Ne, wir schreiben dann oder so. Ja, alles gut. Tut nicht weh. Ne? Nee, super. Ja, dann dir auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitzocken. Es war echt eine schöne Erfahrung. Und ja, dann schalt mal eben um. So, ihr Lieben, wir werden jetzt an dieser Stelle den Stream erstmal schließen. Denk mal, wir werden am Nachmittag nochmal mit einigen Gefechten zurückkommen. Wir wünschen euch jetzt einen super angenehmen Tag bis dahin oder auch ja, durchweg, wenn ihr nicht reinschaltet nachher. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.